Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute ins Kinderzimmer ausgewichen. Zum einen, weil da ein bisschen mehr Platz ist, zum anderen, weil es im Kinderzimmer ja auch um Spielen geht und um Spielzeug. Und beim Wahoo Kicker in der Version 6, die wir uns heute gemeinsam anschauen, finde ich das insofern auch passend, weil mir gefällt dieser Begriff Pain Cave nur bedingt. Natürlich schwitzt man, natürlich leidet man, wenn man indoor unterwegs ist im Winter am Rollentrainer. Aber das Ganze soll natürlich auch Spaß machen. Und Spaß hat man auch dann, wenn irgendwas gut funktioniert oder wenn man mit irgendeinem Gerät Freude hat oder irgendwas nahe an der Perfektion funktioniert. Und das ist quasi das Stichwort für den Kicker. Ich bin Kicker-User oder Wahoo-User seit der ersten Stunde. Ich habe den ersten Kicker gehabt, dann einen Kicker-Core, einen Kicker-Snap und zuletzt natürlich auch das Kicker-Bike, mit dem ich sehr glücklich war oder noch immer bin. Von daher gibt es bei mir eine sehr große Wahoo-Tradition und deswegen freue ich mich, dass jetzt die Version 6 vor mir steht. Schauen wir einfach mal gemeinsam in die Box rein. Was ist drin in der Box? Der Kicker an sich natürlich. Und dann haben wir zusätzlich noch ein Netzteil, zwei Kabeln. Den Anschluss brauchen wir nicht. Aufkleber, Anleitung, zusätzliche Access Caps. Das sind die Dinger, die man da unten dann drauf schraubt. Und einige Adapter. Warum man die braucht, da kommen wir gleich noch dazu. Wer die Packung genau anschaut, sieht, dass da eine 11-Speed-Kassette drauf ist, also eine 11-Gang-Kassette für Shimano. Meine Räder haben jetzt alle 12-fach und nicht Schnellspanner, sondern Steckachse. Wobei die Steckachse ist weniger das Problem. Da gibt es dann die entsprechenden Adapter, die man einfach draufsteckt. Aber wir müssen als erstes mal die Kassette runterkriegen. Dazu braucht man eine Minimalausrüstung an Werkzeug, die hat man entweder daheim oder man borgt sie sich aus. Man braucht den Schlüssel, um die Kappe da vorne öffnen zu können und um die Kassette abziehen zu können, die berühmte Kettenpeitsche. Ich bin sehr untalentiert mit der Kettenpeitsche, aber ich versuche es mal. Beziehungsweise wir gehen jetzt einfach der Reihe nach durch, wie man die Kassette wechselt. Als erstes vorne das Ganze entsprechend aufschrauben. Ich probiere das mal so. Das sollte das kleinste Problem sein. Beim Runternehmen der Kassette aufpassen, die Shimano-Kassetten bestehen aus mehreren Teilen. Das zerfällt dann immer gleich in mehrere Stücke. Nur die letzten 4, 5, 6, glaube ich, sind in einem Stück. Schauen wir mal, 4, die sind in einem Stück, der Rest ist lose. Da am besten einen Kabelbinder durchziehen und gut aufheben, kann man immer wieder brauchen. Als nächstes müssen wir den Freilauf runterkriegen. Der ist natürlich noch immer drauf. Auf den passt unsere SRAM-Kassette nicht drauf. Die hat eine andere Aufnahme, außerdem 12-fach, 11-fach. Da ist es so, dass sich das einfach vom Platz her nicht ausgeht.
Und um die Schraube zu lösen, das ist eigentlich die am festgezogenste Schraube in dem ganzen System, brauchen wir, glaube ich, einen 17er Schlüssel. Schauen wir mal. Auch nur kurz schwer gängig am Anfang. Die Nuss schraubt man dann einfach raus. Kann man leicht runternehmen. Auch die aufheben und Achtung, auch die ist Shimano-spezifisch. Beim XDR-Freilaufkörper ist eine andere Nuss dabei. Man sieht, die ist ein bisschen flacher als die andere. Die braucht man, damit sich die 12 Gänge ausgehen, weil die 12-Fach-Kassette natürlich dementsprechend länger baut. So. Die zwei heben auf die Seite. Als nächstes kann man den Freilauf einfach runterziehen. Schaut dann so aus. Den legen wir auf die Seite. Auch den aufheben, kann man immer wieder zurückbauen. Da hinten ist jetzt noch ein Spacer drauf. Den lassen wir, glaube ich, auch drauf, soweit ich es in Erinnerung habe, aber wir schauen gleich einmal. Dann, man kann in dem Fall, ist der Wahoo ab Werk neu und das Ganze ist geschmiert gekommen. Man könnte jetzt das Ganze noch ausputzen und neu schmieren. Das lasse ich jetzt. In dem Fall einfach den neuen Freilauf draufstecken. Das kann sein, dass da hinten die Zacken nicht sofort einrasten. Dann muss man vielleicht ein bisschen spielen und schauen. Aber sobald man das Geräusch hat vom Freilauf, ist das Ganze erledigt. Dann jetzt eben die Kappe drauf, die beim Freilaufkörper dabei war. Muss jetzt auch nicht riesig festgezogen sein. Das reicht schon. So, als nächstes Kassette drauf. Auch da einfach draufstecken und dann festschrauben. Braucht auch keinen maximalen Druck, aber ein bisschen drauflehnen. Dann passt das schon. Und das Ganze ist fertig. So viel zum Umbau. Immer aufheben. Die Nuss für Shimano, die Abdeckkappe für Shimano und natürlich die Kassette. Ganz oder in Teilen. So, damit können wir das ganze Werkzeug wieder auf die Seite räumen. Und jetzt geht es im Endeffekt noch darum, hat man einen Schnellspanner, hat man eine Steckachse. Dazu gibt es unterschiedliche Adapter, die da beim Wahoo Kicker dabei sind. Und je nachdem, welche Länge Steckachse, 142 oder 148, steckt man jetzt auf der anderen Seite des Kickers noch den entsprechenden Adapter rein. Und das Ganze ist fertig. Good to go. Bevor wir jetzt das Rad einspannen, gibt es noch zwei Dinge zu tun. Zum einen die Beine ausklappen. Und die andere Geschichte ist, mit dem blauen Hebel hier kann man noch festlegen, welche Radgröße drinnen sein soll, wie hoch dieser obere Teil über dem Boden ist. Ja, ich bin schon verschwitzt vom Umbauen, bin jetzt nicht das Riesenschraubertalent, aber das kriege ich schon noch hin, das ist kein Problem. Dann hole ich mal mein Rad.
Game begin. Ich habe das Kinderzimmer wieder räumen müssen. Ich bin jetzt wieder dort, wo ich auch normalerweise meine Kilometer abspule im Winter auf der Rolle. In meinem Radzimmer oder Arbeitszimmer oder wie auch immer man das nennen mag. Ich habe jetzt das Gravelbike eingespannt. Das nur, um euch zu zeigen, dass man da recht schnell die Räder wechseln kann. Das ist gar kein Thema. Adapter für die Steckachse wechseln, die Höhe des Kickers wechseln. Das sind zwei Schrauben. Und dann kann man schon das nächste Rad reinstellen. Alles kein Thema. Besonders auch spannend, wenn man zum Beispiel mit dem Zeitfahrer fahren will und die Position oder grundsätzlich auf anderen Rädern, unterschiedlichen Rädern, unterschiedliche Positionen fahren und trainieren möchte. Kommen wir aber jetzt zum Kicker V6, den aktuellen 2022. Was kann der und was zeichnet den aus? Manche sagen, es ist weniger eine Revolution, sondern mehr eine Evolution. Fanboys sagen, wenn das Ding eh schon so gut ist, was soll man da noch großartig verbessern? Tatsächlich ist es auch so, dass sich jetzt toll anhört, dass die maximale Leistung bei 2200 Watt liegt. Nur wenn es vorher 2000 waren, dann ist das im tatsächlichen Leben quasi recht unerheblich, weil das sind Sphären, wo wir sowieso nicht vordringen. Bei den Steigungsprozenten, die der Kicker simulieren kann, da ist jetzt der neue Wert 20%. Das trifft vielleicht schon eher zu, wobei auch die meisten Softwares oder Apps fast keine Strecken im Programm haben, die jetzt Gradienten von 20% aufweisen. Aber man merkt schon, dass der Widerstand sehr gut funktioniert, sich sehr schnell anpasst, das ist wichtig, und ganz gut wiedergibt, dass es zumindest jetzt entsprechend anstrengender wird. Was neu ist oder noch nicht so lang da ist beim Kicker, ist diese seitliche Beweglichkeit. Da hat es zuerst bei Wahoo diese Pots gegeben quasi, die man unter die Beine schrauben hat können, wo ein bisschen ein Federelement quasi drinnen ist oder ein Schaumstoff, der nachgibt und damit ein bisschen seitliche Bewegungsfreiheit simuliert oder ermöglicht. Das ist insofern ganz nett, weil das natürlich das Fahrgefühl ein bisschen realistischer macht und auch das Rad nicht ganz so starr in der Rolle drinsteckt. Das kann man einstellen, da sind Ersatzteile auch noch dabei und das funktioniert in der Praxis erstaunlich gut. Auch wenn man mal ein bisschen stärker reintritt im Wiegetritt, ist das gar kein Problem. Was bei Wahoo immer schon sehr gut funktioniert hat, war die Konnektivität. Dieses ganze Kapitel, das funktioniert über Bluetooth perfekt. Bei mir in meinem Apple-Universum geht das sowohl mit iPhone, iPad, Apple TV als auch mit dem Mac. Man dreht auf, er findet den Kicker, verbindet sich und fertig. Da ist jetzt neu hinzugekommen noch WLAN, ist für mich tatsächlich kein Anwendungsfall, weil das über Bluetooth tatsächlich super funktioniert hat, immer. Kann aber natürlich sein, dass jemand WLAN braucht als Verbindungsoption. Dann gibt es noch ein paar kleinere Verbesserungen, die mir persönlich jetzt nicht so wichtig sind, beziehungsweise habe ich da bis jetzt auch noch keinen riesen Leidensdruck gehabt. Die eine Geschichte ist, dass dieser Erg-Mode, sprich wenn man im gleichen Gang ist, und bleibt für Trainingseinheiten zum Beispiel und nur der Kicker den Widerstand erhöht oder geringer macht, dann der ist verbessert worden. Und da gibt es einen neuen Modus, wenn man einmal stecken bleibt in einem Trainingsblock, dass er dann im Widerstand schneller zurückfährt. Die andere Geschichte ist ein Odometer, also ein Kilometerzähler, der in den Kicker jetzt eingebaut ist. Brauche ich nicht unbedingt. Das eigentliche Highlight, und das freut mich als Familienvater und mehr Parteien, Hausbewohner natürlich am meisten, ist, dass der Kicker noch einmal leiser geworden ist. Er war vorher schon leise. Ich habe die letzten Monate und fast ein Jahr jetzt eher das Kicker-Bike in Verwendung gehabt. Das ist auch sehr leise, aber da gibt es noch so ein, wie soll man sagen, Wummern oder Dröhnen, so ein leises, entferntes im Hintergrund, das fast ein bisschen mehr Lärm macht als gewünscht. Aber der Kicker, ich fahre da locker mit 120 Watt dahin
und es sind 50 Dezibel, wenn man antritt 60, vielleicht manchmal 70. Der Headwind, der Ventilator von Wahoo hat in der höheren Stufe dann auch 70. Das heißt, man kann sich ungefähr vorstellen, wie laut oder in dem Fall wie leise das ist. Ich kann auch jetzt mit euch reden, während im Hintergrund der Kicker zu hören ist, das ist überhaupt kein Problem. Das ist schon großartig, dementsprechend sowohl aktiver Lärm als auch Körperschall durch diese dämpfenden Füße ist quasi minimiert. Es spricht eigentlich nichts dagegen, da auch am Abend oder mit Nachbarn unter einem eine Trainingseinheit zu absolvieren. Das ist schon super, das möchte ich auch hervorheben, weil das war eigentlich nicht erwartbar, dass dann noch mehr geht. Aber es ist tatsächlich der Lüfter, das nächstlauteste ist der Antrieb. Ich habe jetzt auch bei mir die Schaltung noch nicht perfekt eingestellt auf die Kassette, das wäre auch noch ein Thema. Dann wird es noch einmal leise und dann hört man irgendwann einmal das Schwungrad und meine Pedalachsen sind kaputt, deswegen knarzt es auch ein bisschen. Ja, das sind die Hauptfeatures. Und von den paar Wochen, die ich jetzt mit dem Kicker 6 unterwegs war, kann ich sagen, funktioniert einwandfrei. Ich bin mit mehreren Rädern gefahren, der Wechsel geht super schnell. Ich bin mit mehreren Apps und Programmen gefahren. Die verbinden sich alle einwandfrei, das funktioniert. Das Ganze ist natürlich als Ökosystem erweiterbar mit Headwind, theoretisch auch dem Climb und allen anderen Wahoo-Produkten, dem Ticker Herzfrequenzgurt, das passt alles ganz gut zusammen und die erkennen sich sofort und mögen sich natürlich auch entsprechend. Ich bin langsame Trainings gefahren, wo man mit der Geräuschkulisse vom Kicker quasi störungsfrei auch in der Nacht eine Runde drehen kann oder wenn die Kinder im Bett sind. Ich bin Intervalle gefahren, um diesen Erg-Mode auszuprobieren und wie schnell der wechselt von leicht zu stark. Auch das funktioniert erstaunlich gut. Und am Ende des Tages, ich habe jetzt, wie gesagt, ein Jahr das Kickerbike in diesem Zimmer stehen gehabt. Ihr seht, das ist räumlich recht beengt. Da am Abend das Rad rauszunehmen, den Kicker zusammenzufalten und ins Eck zu stellen, ist natürlich auch sehr angenehm, wenn da jetzt nicht ein Riesentrum in der Wohnung herumsteht, wo vielleicht der Platz ohnehin schon begrenzt ist. Bleibt die Frage, kaufen oder nicht, wie bei allen Dingen, und ich lasse das grundsätzlich immer sehr gern offen. Das ist natürlich eine individuelle Entscheidung. Jeder muss wissen, ob er das braucht, ob er das will, was die Prioritäten sind. Der Preis von 1.200 €, der ist natürlich schon recht hoch. Und das Hauptproblem, das Kicker V6 aus meiner Sicht, so wie es das Kicker 5 und 4 auch schon war, ist natürlich die Konkurrenz im eigenen Haus. Weil, wenn man sich tatsächlich die Spezifikationen anschaut, dann ist wahrscheinlich für 99% der Leute oder für 90% der Kicker Core ausreichend. Konkurrenz aus dem eigenen Haus, der Feind im eigenen Bett, wenn man so will. Der kostet nämlich dann 400 oder 500 Euro weniger. Da muss jeder selber entscheiden, ob es diese paar extra Watt oder diese extra Steigung oder das Alzer leiser wert ist, die extra 100 auf den Tisch zu legen. Der Schweiß ist übrigens immer gratis dabei. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, wenn ich irgendwas vergessen habe, so wie immer. Und dann bitte gerne den Kanal abonnieren, damit wir genauso weitermachen können. Ich freue mich. Ciao.